Wenn der Reiter der Apokalypse ein Land in den Abgrund des Todes stürzt? Wenn die heiligen Stätten zu Tatorten des Massenmordens werden? Même Dieu était du côté des génocidaires. Wenn alles, was die Würde eines Menschen ausmacht, durch den Dreck gezogen wird? Dann braucht es jemanden, der den Glauben an das Gute nicht verliert. Und seinen kleinen Haufen Helferinnen und Helfer. Also ich persönlich habe ich nicht lange nachgedacht, ja, lohnt er sich? Um die Berge des Hasses zu versetzen und neuem Leben zum Durchbruch zu verhelfen. Der Glaube schützt nicht vor Tod und Versagen, aber er macht den Weg zurück ins Leben möglich.